Holy moly! Bei meinem letzten Wissensvideo habe ich erklärt, was eigentlich Megapixel sind. Ich habe nicht gesagt, dass mehr Megapixel auch automatisch das Bild besser machen. Die Frage ist nur, warum? Wieso? Weshalb? Technisch! Xiaomi, Samsung, alle haben sie eine 108-Megapixel-Kamera im Handy. Jetzt gibt es aber zwei Probleme. Problem 1, der Bildsensor. Das Ding, wo die Pixel drauf sitzen, was also auch das Licht einfängt, ist vielleicht so groß wie euer Fingernagel. Wenn man jetzt nicht mehr 12, sondern 108 Millionen Pixel auf diese kleine Fläche packt, ist jeder einzelne Pixel kleiner. Das macht Probleme, wie zum Beispiel stärkeres Bildrauschen. Heißt also, mehr Megapixel nicht automatisch besseres Bild. Es kommt immer darauf an, wie groß der Bildsensor und damit jeder einzelne Pixel ist. Problem 2, Pixelbinning. Die Hersteller, die wissen schon auch, dass ihre Pixel sehr, sehr klein sind. Also nutzen sie Pixelbinning. Da werden immer 4 oder sogar 9 Pixel zu einem großen Pixel zusammengefasst. Das macht eure Fotos ein bisschen besser, aber dafür haben eure Bilder halt nicht mehr 108, sondern meistens nur noch 12 Megapixel. Wer die volle Auflösung will, muss das vorher aktivieren. Halleluja.